wieder zu Fritz Fröhlich im Adventskalender. Wobei, ganz so fröhlich war es bisher noch nicht. Ihr wisst doch, mit unserem neuen Freund suchen wir den Stern von Weihnachten. Und heute wollen wir mal loslegen. Wir haben gedacht, vielleicht hatten die Caro hier irgendwo in ihrer Wohnung versteckt, um uns zu ärgern. Kommt, wir gehen mal suchen. Guckt mal, da sind überall Sterne drauf. Und da ist ein einziger großer Stern. Aber ich glaube, keiner von denen ist der Weihnachtsstern, den wir suchen. Dann müssen wir unbedingt ein bisschen weiter gucken. Guckt mal, hier hängt sogar einer aus Wäscheklammern. Das ist vielleicht eine Lösung, wenn wir den richtigen nicht finden. Fritz, wir können doch den Weihnachtsstern nicht mit dem Wäscheklammerstern ersetzen. Okay, dann müssen wir weitersuchen. Boah, da steht ein großer roter Stern. Aber ich glaube, den suchen wir auch nicht. Mal, hier über dem Bett hängt ein Stern. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige. Und hier ist ein Stern mit einem Verwandten vom Elchi drauf. Aber ich glaube, das passt auch nicht so ganz. Guckt mal, hier am Adventskranz sind auch Sterne. Aber die sind aus Holz und leuchten gar nicht. Das ist schlecht. Ui, 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 ui. Ich habe leuchtende goldene Sterne gefunden. Aber die sehen gar nicht so aus wie beschrieben. Ja, Elchi, wie genau muss denn der Stern aussehen eigentlich? Ich habe gedacht, jeder Stern ginge. Nee, Fritz, komm, ich zeig's euch. Guckt mal. Hier hat die Karo so eine Mini-Krippe stehen. Und der Stern, den wir suchen, der bei der Krippe steht, der hat so einen ganz langen Schweif. Eigentlich müsste der total leicht zu finden sein. Ich weiß nicht mehr weiter. Auch Elchi. Vielleicht müssen wir einfach morgen ein bisschen weiter rumsuchen. In der Gegend, ums Haus vielleicht, im Wald. Einfach mal gucken. Meinst du? Klar, meine ich. Was hältst du von der Geschichte? Oh ja, eine Geschichte. Erzählst du uns eine? Klar, logisch. Aber mit der Sternenlampe? Auch mit der Sternenlampe. Ja, los! Wie ging das denn jetzt da weiter unter den Sternen? Ah ja, Gott hat noch mehr gemacht. Gott hat die Tiere gemacht. Oh, Enten! Logisch, Enten. Und kleine Elche. Auch kleine Elche. Und auch Faultiere? Klar, auch Faultiere. Und dann, ganz zum Schluss, hat er noch die Menschen gemacht. Ui, ganz zum Schluss erst. Oh. Ja, er hat einen Mann und eine Frau gemacht und hat sie Adam und Eva genannt. Und denen hat er gesagt, sie sollen sich die Erde untertan machen. Sie sollen da leben, in dem wunderbaren Garten Eden, den Gott geschaffen hat, und da gemeinsam glücklich sind. Und sie dürfen alles essen, bis auf die Früchte von dem einen ganz bestimmten Baum. Uiuiuiui. So wie ich Menschen kenne, haben sie natürlich genau das gemacht, was sie nicht durften. Ja, Fritz, ich glaube, du kennst die Menschen ziemlich gut. Aber zur Verteidigung, die Schlange hat Eva zugeredet und hat gesagt, hier, warum dürft ihr denn von dem Baum nicht essen? Gott will bestimmt nur, dass ihr nicht so schlau werdet wie er. Probier es doch mal. Du wirst lernen, was gut und böse ist. Oh, gut und böse unterscheiden. Das ist doch irgendwie wichtig. Ja, irgendwie schon, aber hier nicht so ganz sinnvoll. Auf jeden Fall haben die beiden dann von dem Baum gegessen und haben gemerkt, dass was nicht gestimmt hat. Die waren nämlich nackt. Oh, nackt! Sogar ich habe einen Pulli an und ich bin ein Faultier. Ja, Fritz, die beiden wussten aber noch gar nicht, was nackt heißt. Oh, das wussten sie bestimmt jetzt und das ganze Paradies war zu Ende. Ja, Elchi, du hast recht. Die beiden haben sich vor Gott versteckt, als sie den im Garten Eden haben rumgehen hören, weil sie ja gesehen hatten, dass sie nackt sind. Und
Gott hatte gesucht und Adam hat gesagt, hier, warum versteckst du dich denn, Adam? Naja, Gott, ich habe mich geschämt, weil ich nackt war. Und dann hat Gott das rausgekriegt mit der Schlange und dem Fruchtbaum. Genau, Fritz, leider war es genau so. Und was ist dann passiert? Ja, weißt du, Kurt, Gott hat die beiden dann aus dem Paradies vertrieben und hat einen Engel davor postiert, dass sie nicht zurückkommen. Aber er hat ihnen noch Kleidung gemacht. Und ich glaube, so ganz aus den Augen gelassen hat er sie auch nicht. Das ist gut. Dann müssen wir morgen auch rausgehen hier aus dem Warmen und hoffen, dass wir den Stern draußen überall suchen können und finden können. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass er da draußen ist. Und was dann passiert, Kinder, das seht ihr morgen. Tschüss.